Komm schon, wo bist du? Ich würde gerne hier den Spiegel kaputt machen oder das Glas. Damit ich eine Scherbe komme, aber... Das will das Spiel wohl nicht. Ich sehe hier so ziemlich alles, aber keine Scherbe. Ein Hufeisen, ein Messer, ein Marienkäfer. Ein Frosch. Aber eine Glasscherbe. Beim besten Willen irgendwie nicht. Könnte die Scherbe rumliegen? Da ist die Feder, das ist so ein Sack, eine Schleuder. Ein Spiegel, das Glas. Aber weit und breit sehe ich keine Scherbe. Ein Glasauge vielleicht. Ich finde sie echt nicht. Schauen wir mal, die Kratzspuren waren hier. Der Buchstabe M war hier. Das heißt, es müsste ja wahrscheinlich auch hier irgendwo sein. Um den Dreh rum. Keine Ahnung, wo ich suchen soll. Vor allem, ist das eine farbige Scherbe? Ist das eine... so eine Scherbe, oder... Ich glaube, das gebe ich auf. Das ist die Scherbe, echt. Da wäre ich nie drauf gekommen. Das sieht aus wie ein Riss im Sack. Okay. Haben wir halt die Hilfe benutzt, aber so ist es halt. Unter dem Stein ist etwas, aber ich erreiche es nicht. Tja, dann gehen wir erstmal weiter. Zum Haus, okay. Der Wald ist aber dunkel. Aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. So, pass auf, grün 30. Ach, wir brauchen hier noch was. Der Rabe ist wirklich kein gutes Zeichen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Haus. So, da haben wir einen Brunnen. Er scheint ausgetrocknet zu sein. Endlich, das Haus der Arringtons. Ein altes Schloss, aber ich habe keinen Schlüssel dafür. In diesem alten Grabstein fehlen ein paar Teile. Okay, dann gehen wir halt mal ins Foyer. Und wimmeln mal wieder los. Metallklauen, zwei Masken und eine Armbrust. Hier. Maske, Maske. Jetzt brauchen wir noch Metallklauen. Ach ne, halte, das ist nicht. Oder ist es das? Nein. Hier. Ares-Figur, eine Hutfeder und zwei Beile.
Eine Hutfeder. Messer, Bogen und Schild. Messer. Ein Bogen. Das Schild. Perlen, Sichel und Speer. Speer. Perlen und die Sichel. Okay, was haben wir hier noch? Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Im Maul eines Ebers findet man meistens etwas, das dort versteckt wurde. Allerdings fehlt uns hier ein Stoßzahn. Okay, wir schauen weiter. Mein Bruder James ist ein Heuchler. Das hatte ich bereits vermutet, keinem sagen, da mir niemand glauben würde. Was soll ich tun? Ahnte etwas, deswegen solche Angst. Und ich bete, dass er es nur ein böser, armer Großvater Anthony. Er starb beim Sturz, Gerüst des Leuchtturms. In dem Kamin wurde schon lange kein Feuer mehr geschürt. Was haben wir denn da gefunden? Eine Hafenseite. Erstmal ins Wohnzimmer. Was ist mit dem Tanzpartner geschehen? Ein ovales Objekt. Was haben wir hier alles? Ich muss die Harfe von den Spinnenweben befreien, bevor ich auf ihr spielen kann. Darin ist was versteckt. Okay. Eine mechanische Puppe. Ich frage mich, wie sie funktioniert. Wahrscheinlich muss sie aufziehen. Ja. Ich glaube, wir können da nicht viel machen. Was haben wir hier? Anthony, Rosalie, Constanza, Joey, Manuel, Alexander, Emma, Isabel, William und James. Da ist eine Sicherung. Und da ist ein Knopf oder was? Ein Schlüssel. Na, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal mit der Sicherung wieder hier hin. So, pass auf. Womit fangen wir an? Also, Geld muss 75 sein. Das ist grün. Grün muss 30 sein. Was ist weiß? Weiß ist 23. Das kann hier schon mal nicht sein. Ändern sich die Zahlen? Nee, okay. So, gelb. 57. Sieben. Ich verstehe das noch nicht ganz. Also wir kommen von hier. Das kann aber auch nicht sein. Hier haben wir 107, das heißt hier ist eine 7. Aber nur eine 7 haben wir auch nicht. Hier haben wir 80 und hier haben wir 100. Das heißt, es wären hier 20. Das heißt, die blaue muss hier rein. Jetzt ist die Frage, was wir hier haben. Was ist denn... Ist das 45? Das ist 45, glaube ich. Tja. Schauen wir mal. Ordnen die Batterien so an, dass alle Lichter grün leuchten. Durch jede Diode muss eine bestimmte Menge an Strom fließen.
durch. Okay. Warte mal, wir hatten 75. Da kann die gelbe rein. Da muss die rein. Die weiße kann auf 23. Was fließt denn hier rein? Das ist schon mal richtig. Okay, die zwei stimmen schon mal. Ich verstehe es nicht ganz. Dass durch jede der richtige Strom fließt. Die Frage ist, wie viel kommt wo rein? Die hier leuchtet bei 45. Das heißt, wir müssen die hier eigentlich hier rein. Die braucht 77. Dann haben wir hier bei 80. Was aber auch irgendwie nicht stimmt. Warte mal, was an Blau? Blau hat 20 und das hier 30. Das sind zusammen 50. Ah, okay. Das heißt, wir haben hier 30. Dann brauchen wir noch 35. Da könnte die Weiße könnte passen. Das muss eher so. Dann haben wir hier 20. Und dann brauchen wir hier 45. Das wäre die rote. Okay, und jetzt brauchen wir 107. Die macht 30. Dann brauchen wir noch die 77. Passt. Dann gehen wir mal zu den Stellen. How's that for luck? Now I can't pass through. Wer hätte das gedacht? Glück und Unglück zugleich. Ich muss das Feuer löschen, vielleicht mit dem Schlauch. Natürlich hat er ein Loch. In dem Schlauch ist ein Loch. Isolierband. Dann verwenden wir doch den Schlauch. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Ich muss das Ventilrad finden, um das Wasser aufzudrehen. Ja, super. Haben wir sonst noch was? Nein, okay. Schauen wir uns hier mal um. Na, ich brauche einen Behälter, okay. Also erstmal einen Behälter finden. Unter dem Stein können wir da eher nicht. Damit werden wir auch nicht viel anfangen können. Aber jetzt haben wir eine Leiter. Mit der kommen wir vielleicht hier runter. Treasure. So many precious objects. And wait, human remains. Lass mal hier wieder einen Teil mitnehmen. Das hatten wir ja alles. Dann, wimmeln wir mal los. Magische Kugel, goldene Kobra und Nilschlüssel. Magische Kugel, goldene Kobra,